Die analoge Tontechnik hat sprichwörtlich den Anschluss an die moderne Audio-Hardware verloren. Alte Schätze drohen verloren zu gehen. Sei es ein moderner audiophiler Plattenspieler oder ein hochwertiges Tonbandgerät, mit unserem Analog-Digital-Converter, dem Edican, machen wir aus ihren wertvollen und uniken Geräten digitale Meister. Wir haben den Edican entwickelt, weil wir gesehen haben, dass es einen Bedarf für ein Interface zwischen den guten, alten HiFi-Geräten, den hochwertigen HiFi-Geräten und modernen HiFi-Receivern mit ihren digitalen Eingängen gibt. Der Edican bietet eine hohe Flexibilität. Wir haben zwei Eingänge, umschaltbar. Beide können in ihrer Empfindlichkeit individuell eingestellt werden. Wir haben analoge Ausgänge. Wir haben einen hochwertigen Kopfhörerausgang auf der Vorderseite zur Verfügung. Wir haben digitale Ausgänge. Wir haben Sample-Raten zwischen 44,1 und 192 kHz mit 24-Bit-Abtastung. Und wir haben ein hochwertiges Peak-Programmmeter. Was wünscht man sich mehr? Um anliegende Audiosignale sichtbar zu machen, haben wir für unseren Edican ein 2x10 LED Sample Peak Programmmeter einkonstruiert, so wie sie in professionellen Aufnahmestudios Verwendung finden. Wir verwenden ausschließlich hochwertige elektronische und mechanische Bauteile. Während meiner mehr als 40 Jahre Zeit, die ich mit der Entwicklung von Tonstudiogeräten verbracht habe und auch die Geräte gebaut habe, habe ich sehr viele Lieferanten kennengelernt. Die Essenz dieser Lieferanten, die Besten der Besten, fließen jetzt in unser Produkt ein. Die erste Generation Edican, das ist hier dieser Aufbau ohne Gehäuse, die hat schon wunderbar funktioniert. Wir haben erkannt, dass es da noch eine Menge zu verbessern gab. Funktionen, die wir da noch reinsetzen können. Wir haben daraufhin eine zweite Generation gemacht. Da hatten wir dann auch schon das Gehäuse, haben es ins Gehäuse eingebaut, wieder festgestellt, hier gibt es noch was zu verbessern, da gibt es noch was zu verfeinern. Wir haben eine dritte Generation gebaut. Das ist das, was ich unter Entwicklung verstehe. Immer verbessern, Erfahrung sammeln, verbessern, bis man so richtig das Gefühl hat, yo, das ist es. Das zeitlose Design unseres Edican unterstreicht die Funktionalität genauso wie die Klarheit des Sounds. Für die Frontplatten unseres Edican verwenden wir ein Spezialverfahren. Die Frontplatten werden zuerst gestrahlt, ein sogenanntes Microfinish wird aufgebracht, dann werden die Frontplatten chemisch geglänzt, anschließend eloxiert. Als Zwischenschritt kann in der farbigen Version, in Schwarz oder in anderen Farben, die Frontplatte eingefärbt werden. In der Summe aller Arbeitsschritte erreichen wir einen Lotus-Effekt. Dies sind die beiden derzeit zur Verfügung stehenden Farben für den Edican, einmal in Schwarz und einmal in Silber, beides mit Microfinish und Prooxid-Eloxal. High Definition Audio ist die Zielsetzung unseres Projektes. Unverfälscht, rein und klar. So können Sie Ihre liebgewonnenen Aufzeichnungen absolut unverfälschten Klang genießen und sogar digital auf dem Mac oder PC weiterverarbeiten. Wir heben dabei die technisch bedingten Problemstellungen wie Kabellänge, Anschlusswiderstand und Anschlussspannung auf und ermöglichen damit eine nicht dagewesene Flexibilität in der Nutzung Ihrer analogen Schätze. Zusammen mit Uwe Beiß und Sonny Schneid haben wir den Edican zur Serienreife entwickelt. Und jetzt brauchen wir Ihre Hilfe, um die notwendigen Investitionen zur Serienfertigung anzustoßen. Helfen Sie uns mit, kommen Sie mit uns. Vielen Dank. Was wir mit dem Edican machen, das ist teilweise Neuland für uns, teilweise Gott sei Dank aber Routine. Neuland, Kickstarter, Firmengründung und so weiter. Routine, die Entwicklung eines solchen Gerätes.